haben nicht gesungen, aber viele haben gesagt, aber die Musik war toll und ich hatte meinen Spaß dran und die zwei Jungs haben so toll getanzt. Tanzen. Der Produzentenpop ist ausschließlich fürs abendliche Tanzvergnügen gemacht. Die 80er haben ihr eigenes Saturday Night Fever. Großraumdiskotheken sprießen aus dem Boden. Bedeutet das eigentlich jetzt für euch, wenn ihr hierher kommt in die Disco, sich ein bisschen extra fein machen? Schon, ja. Für den Abend, wo ich herkomme, mache ich mich schon extra fein. Wie bereitest du dich denn da zu Hause vor? Was machst du da? Ja, erstmal schicke Klamotten und halt Make-up und sowas. Was findest du gut an der Disco? Ich finde es zum Beispiel gut, weil hier wirklich viel geboten wird. Man kann sich mal ins Bistro setzen, einen Kaffee trinken und sich unterhalten. Also ich komme eigentlich hierhin, weil hier unheimlich interessante Leute rumlaufen und wir kommen aus Kleve und es ist irgendwie nicht die Möglichkeit, so Leute zu sehen wie hier. Macht er ja eine Menge mit euch, so schicke Klamotten, tolles Make-up. Lernt man hier denn tatsächlich jemanden kennen? Kommt drauf an. Worauf? Auf den Jungs. Nicht viel anders als Nachtleben in Ost-Berlin. Die Tanzfläche brummt zu westlichen Disco-Sounds. '86 begann das mit diesen Großraumdiskotheken. Diese Großraumdiskotheken, da hatte ich eine Studie gelesen vom FDJ-Zentralrat, die sagte, dass die Jugend nicht von der Straße nur geholt werden soll, sondern dass die Jugend beschäftigt werden soll, dass sie gar nicht so doll nachdenken. Das heißt, es wurde dafür Geld bereitgestellt. Lass uns ein bisschen tanzen gehen. Und wo wollen wir da hingehen? Zum Mitternachtsschwimmen hier im SEZ natürlich. Man selber ist ja in irgendeiner Form und Weise doch auch eingespannt worden, indem man dachte, jetzt heute ist Schick und Schock mit Jörg. Da haben die Leute immer gedacht, Wahnsinn, was der sich erlauben kann, was der zeigen kann. Ich wollte damit einfach nur ausdrücken, dass man auch, egal wenn man Frisuren macht, was darstellen kann. Es sollten also Frisuren zur Abrüstung entsprechend sein. Jörg Prüsse ist in der DDR der einzige Friseur mit einer Lizenz für Unterhaltungskunst. Entertainment in Großraumdiskurs als Balanceakt zwischen Show und politischen Plädoyers. Ich bilde mir jetzt einen Großteil, ist meinetwegen wegen der Show gekommen. Und automatisch war man ja dann doch eingespannt für das Regime. Aber es war die Möglichkeit, um sich zu zeigen und um selber die eigene Möglichkeit auch wahrzunehmen, was darzustellen oder was auszudrücken. Der DDR-Alltag wird bunter. Einstige Zeichen westlicher Dekadenz werden nun Opium fürs Volk. 1986 die ersten Misswahlen. Ob in Ost oder West, alles dreht sich um den Körper. Seit Anfang der 80er, die Aerobic-Welle über Deutschland schwappt, wird Körperkult zur Popkultur. Schluss mit öko-schwabbelnder Kopflastigkeit. Deutschland macht sich fit. Das war plötzlich so inflationär. Alle rannten in diese Fitnessstudios, haben Bodybuilding gemacht. Und also gut, dazu bin ich viel zu faul gewesen. Ich hatte dann auch mal überlegt, ja Mensch, der ein Freund von mir, der war früher genauso schlaksig wie ich und auf einmal hatte der dann solche Muskeln. Da dachte ich, oh Mann, muss ich das jetzt machen? Jetzt glaube ich, ist das ganz, sind wir in eine Zeit gerutscht, die eigentlich den Narziss auch irgendwo wieder entwickelt oder entdeckt hat. Denn im Grunde ist es ja so, dass die Leute nach all den Luxusdingen, die sie sich leisten konnten, bis jetzt war es erst Auto, dann war es Essen, Wohnen, Reisen, langsam festgestellt haben, dass der größte Luxus der eigene Körper ist. Auch Jungs unterwerfen sich jetzt Schönheitsdiktaten. Bisher galt das nur für Frauen. Gesalbt, poliert, aalglatt und formschön. Neue Männer hat das Land. Die Lust an der Oberflächlichkeit grassiert. Zeitgeist-Postillen starten Mitte der 80er Jahre ihre Hochglanzoffensive.
Tempo und Wiener sind trendy, hip und sagen, was angesagt ist. Alte linke Tabus werden in Grund und Boden geschrieben. Der Wiener Leser ist männlich und weiblich gleich stark vertreten. Er ist interessiert an einer sehr hohen Lebensqualität. Lebensqualität im Sinne von Konsum, schönen Sachen, Lifestyle, aber auch Lebensqualität im Sinne von einer Welt, die nicht durch ökologische Katastrophen zugrunde geht. Der Prototyp bis heute gültiger Mediengesetze. Werbung ist Kunst, Form ist Inhalt und Lifestyle ist Lebensphilosophie. Chrom, Glas und Avantgarde-Klamotten. Optik ersetzt Revolte. Und etwas, was ich auch nicht ganz kapiere, ist, wieso sich immer Geschmack und politisches Engagement ausschließen müssen oder ausschließen sollen. Ich kann doch auch mich politisch engagieren, ohne dass ich herumrenne und ausschaue wie mein eigenes Magengeschwür. Die Wahrheit ist doch, dass irgendwelche scheiß Zeitungen uns versucht haben, einen neuen Zeitgeist aufzudrücken. Tempo, Wiener, wie die ganze Scheiße da hieß. Und die selber unheimlich krampfhaft auf der Suche nach einer neuen Bewegung waren. Juppies und solche, die es werden wollen, füllen nun Szenekneipen. Traumberufe heißen jetzt Investmentbanker oder Art Director. Design bestimmt das Sein. Plötzlich als Jugendbewegung zu Konsum zu stehen, war der eigentlich neue Input, den Zeitgeist gehabt hat. Diese Juppie-Gesellschaft ist eine super kalte Gesellschaft, die so super auf Abstand macht. So, es ist so die Ego-Gesellschaft, nur meins, mich und ich bin der Größte, ich bin der King, da drunten ist scheiße und verstehst du so. Was glaube ich, was davon übrig bleibt? Viele Snobs und viele Leute, die nur Karriere machen wollen. In den Metropolen werden Rufe laut, Juppies raus. Neureiche drängen in die Trendviertel, die Angst vor steigenden Mieten geht um. Restaurants und Boutiquen werden gestürmt. Über die Jahre hinweg spaltete sich das auseinander in die Weltverbesserer. An der Hamburger Hafenstraße entbrennt ein letzter großer Kampf um selbstbestimmtes Leben. Auf der anderen Seite die wirtschaftlich was werden wollten und die auch schon mit 15 oder 16 gesagt haben, wir haben hier einen Kapitalismus und wir haben eine freie Marktwirtschaft und wir brauchen die CDU, weil wir sonst als Wirtschaftsmacht nichts mehr sind. Wir sprechen heute sehr gerne von der Nixdorf-Familie, in die wir dann diese jungen Menschen versuchen zu integrieren. Das heißt für uns, dass wir sie nicht nur einbinden im täglichen Arbeitsablauf, sondern auch etwas Gestaltung schaffen für ihre Freizeit, zum Beispiel durch ein ausgefeiltes Sportprogramm. Wie kommen wir also zur Arbeit? Jeden Tag frisch rasieren, mit gereinigten Fingernägeln, sauren Zähnen und frischem Atem. Gegen Schweißgeruch benutze ich ein Deodorant. Zur Arbeit trage ich schwarze Hosen, schwarze Schuhe und einen gepflegten Haarschmuck. Die schöne neue Arbeitswelt. Realität und Satire reichen sich die Hände. In Opposition dazu floriert eine Szene, für die Musik nur eines ist: Dampf ablassen. Die Leute, die diese Musik spielen, die kommen von der Straße. Also sind keine reichen Leute oder so. Die sind wirklich. Das sind genauso Leute wie die Fans halt selber, die auch hören. Headbanger und Luftgitarristen. Seit Mitte der 80er Jahre sind Heavy Metal Sounds Made in Germany auch international ein Härtesiegel. Mit Deutschland ist so eine Geschichte. Wir haben natürlich bei den Fans in Deutschland nie Probleme gehabt, aber die Medien haben uns irgendwo doch so behandelt, dass sie gesagt haben, wenn ich schon eine englische singende Band haben will, dann nehme ich mir das Original. Auch wenn wir Stadien ausverkauft haben in Amerika, wie San Francisco 55.